Es ist Dienstag, der 29.01., so kurz vor Sonnenuntergang, Ortszeit Huacachina Oase in Peru. Und das ist doch die perfekte Zeit für eine kleine Buggyfahrt durch die Wüste. Und da dachte ich, dann nehme ich euch doch mal mit. Und ehe ich's vergesse, herzlich willkommen bei Backpacker's Guide to the World. Wie bereits erwähnt, bin ich in Peru, und zwar in Huacachina, und das ist die einzige Oase in Südamerika. Die Oase liegt in der Nähe der Stadt Ica, und diese Stadt ist per Bus zu erreichen, zum Beispiel von Lima oder von Nazca. Vielleicht kennt der eine Nazca von den Nazca-Linien. Und wenn man dann von Ica nach Huacachina möchte, nimmt man sich am besten ein Taxi, denn Laufen ist sehr, sehr ambitioniert. Aktivitäten innerhalb der Oase gibt es relativ wenige, denn bis 16 Uhr knallt die Sonne ziemlich und man möchte eigentlich kaum was unternehmen, sodass es dazu führt, dass man eher im Hotel oder in der Oase selbst bleibt. Ab 16 Uhr allerdings werden zahlreiche Buggy-Touren, wie ihr hier sehen könnt, angeboten, und diese gleichen echt einer Achterbahnfahrt durch die Wüste. Bei so einer Buggyfahrt ist man mit einem Fahrer unterwegs, der teilweise wirklich sehr, sehr rasante Manöver hinlegt. Man hatte manchmal auch regelrecht das Gefühl, wenn der Fahrer jetzt einfach wegfahren und uns alleine lassen würde, wäre man wirklich verloren. Bei vielen Fahrten hat der Fahrer eine kurze Pause gemacht, dass man noch kurz den Ausblick genießen konnte, bevor es dann rasant und sehr, sehr schnell bergab ging. Ich hatte teilweise echt Angst, meine Kamera zu verlieren und habe deshalb nicht so aufs Filmen geachtet. Naja, aber es war generell verdammt schwer, hier etwas Gerades zu filmen. Die Wüste ist eine sehr, sehr unwirkliche Landschaft. Das Krasse an der Wüste ist, dass die Sonne total von oben herunterknallt, aber es auch total windig ist, weshalb man die Hitze nicht so wahrnimmt. Man hat irgendwie das Gefühl, dass der Sand wie Schmirgelpapier an den Beinen vorbeizieht, weshalb man unbedingt lange, luftige Sachen anziehen sollte, wie man es halt auch eigentlich aus Filmen und so kennt. Ich habe mir sogar meinen Schal um den Kopf gewickelt, um zu vermeiden, Sand ins Gesicht zu bekommen. Hier ist aus der Ferne die vorhin erwähnte Stadt Ica zu erkennen. Unterwegs haben wir mit dem Buggy immer wieder angehalten, um sogenanntes Sandboarding zu betreiben. Dabei arbeiteten wir uns von Düne zu Düne, von niedrig bis hoch. Hier sieht man die höchste, die ich mich getraut habe. Falls ihr euch wundert, dass ich Kopf vorfahre, das war die empfohlene Haltung und das hat jeder so gemacht. Stehen war es sogar verboten, aber bei ganz, ganz kleinen Dünen möglich. Jetzt geht es aber langsam zurück nach Huacachina. Doch, bevor wir ganz zurückkehren, lassen wir uns doch erstmal auf diese schönen Düne nieder und genießen den Sonnenuntergang. Auch bei einer langen Buggy-Tour in der Wüste, keine Panik. Hat dir dieses Video gefallen? Dann gefällt dir vielleicht auch meine Bergtour zum Fuji oder der Bericht über den Meklong-Markt in Thailand. Es würde mich auch freuen, wenn du mal auf meinem Kanal vorbeischaust.